Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde und auch Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Warhammer 3 mit mir, dem genau auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit dem mächtigen Tic-Tac-Toe und auf dem Weg nach Norden, um hier bald einen Krieg anzuzetteln. Denn ein möglicher Krieg gegen Morati, der wird uns unserem Ziel... Oh Gott, jetzt bin ich falsch gelaufen, ne? Na, fantastisch. Okay, der wird uns unserem Ziel näher bringen. Lass es so, ne? Er wird uns unserem Ziel näher bringen, hier eine Konföderation zu bekommen. Das sind auch tolle Nachrichten, oder? So, weiter geht's. Und ab hier hoch. Und du musst nicht da lang, du kannst direkt hier lang laufen. Und wir suchen gleich noch hier unsere Agenten, unsere Einheiten und so weiter. Da ist übrigens auch noch so ein Dude aus Nagarond. Den wollen wir jetzt aber mal gerade noch nicht angehen. Der Bal gehackt, der kann eigentlich... Achso, warte mal. Moment, aber... Wir waren doch durch soweit, ne? Wir waren doch durch. Wir waren ja durch, wir müssen da nicht mehr hin. So, hier geht's hin. Okay, gut. Also wir arbeiten weiter dran, ne? Genau, der Quedgar Wallace, der macht sich auch auf den Weg. Ah, stopp, warte mal. Das ist doch der Dude, den ich hier hinschicken will, ne? Okay. Dann laufen wir ein Stück nach Tlaqua. Denn da wollen wir ja gleich wieder rekrutieren, ne? Naja, wir brauchen auch jede Menge Stegadons und Bastilladons. Bei 24.000 pro Runde können wir uns das, glaube ich, auch ganz gut leisten. Das sind eigentlich mehr so die limitierenden Faktoren. Du kannst versuchen, irgendwie hier rüber zu kommen. Ich glaube, das ist somit am schnellsten für dich. Hans Stock. Ah. Ja, immer weiter geht's. Mal, wo ist der Tarkan? Der ist ganz woanders, ne? Deswegen hat das auch gerade so geruckelt, als ich da die Route berechnen wollte. Ja, hier hoch. Zeigen, was da los ist. Ich werde hier auch mal umbenennen, dass ich da Bescheid weiß. Nicht bewegen 1. Ein wunderbarer Name. Guck. Und den Tarkan, den muss ich jetzt auch umbenennen. Den nennen wir jetzt nicht bewegen 2. Okay, gut. Und damit nähern wir uns noch so ein bisschen weiter unserem Kampagnenziel an, oder? Was war denn hier noch? Ah ja, genau, stimmt. Ah ja, da war doch was. Da hat mich doch so jemand... Da hat mich doch so jemand genervt, ne? Ja, Gebäudeeinkommen und so, bla bla bla. Ja, ja, da war... Ah ja, da, das ist so. Da, ich, ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal hier gezockt habe. Mach mal so. Also, wir sind hier in Laschek. Das Einkommen aus allen Gebäuden ist, glaube ich, gut, ne? Aber wollte ich hier nicht... Nochmal ganz kurz, wollte ich hier nicht irgendwie dieses Gebäude errichten, damit ich hier diese Lade des Sotek-Dinger da bauen kann? Opferaltar des Sotek. Also ein Blutspiegel. So, wo ist dieser Opferaltar des Sotek? Da ist der Schreinaltar. Da. Runde Pyramide, Blutschrein, Opferaltar. Und natürlich hier wieder
Ah, Rekrutierungskapazität. Ja, weil dann können wir die hier auch in Massen rekrutieren, ne? Oder war das das? Ich glaube, das war das. Bilde ich mir zumindest ein. Bilde ich mir zumindest ein. Ja, Siedlungen abtreten, ne? Das ist jetzt momentan ein doofer Punkt. Da habe ich ehrlich gesagt gar keine Lust mehr drauf. Weil das uns nicht die entsprechenden Punkte bringen wird, ne? Wir gehen dann lieber nochmal stärker auf den Ausbau, ne? Weil wir kriegen keine. Ja, lass mal, da kriegen wir zumindest noch so Skincrawl-Klinge irgendwie dazu. Ja, wir werden keine. Das gilt hierfür übrigens genauso. Wir müssen eher die diplomatischen Beziehungen aufbessern. Siedlungen verkaufen wird unsere potenziellen Ziele für eine Konföderation nur unwahrscheinlicher machen. Wenn wir die stärker machen, haben wir nichts davon. Das wird immer besser, ne? Hey, cool. Und einmal so das komplette Geld rausgehauen. Ich weiß jetzt nicht, guck mal, ihr kriegt Bewegungsreichweite, das ist ja toll. Das sind Astronomen und so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles zeigen soll. No. Ja, das Ding, da holt er sich ja selbst, ne? Also da habe ich keine Zweifel, dass der das da irgendwie packt, ne? Und dann müssen wir gucken, dass wir seine Aufmerksamkeit woanders hinlenken. Ich würde sagen, wir überspringen mal ein paar Runden, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Bisher passiert ja erstmal nicht viel. Okay, große News. Minus 1 hier bei der Konföderation. Minus 43 hier. Dafür sind wir jetzt mit Tor Elassor im Krieg, aber. Boah, Leute. Legt doch nochmal eine Schippe drauf. Moment, ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt hingehe. Oh, das wird spannend. Moment mal, ich muss mal gucken. Wenn ich nämlich jetzt hingehe. So, und jetzt suchen wir mal hier gerade Morati. I grow impatient at these constant interruptions. Jetzt erklären wir der den Krieg. So. Dann sind wir nämlich hier bei plus 9. Ja, das ist doch sehr, 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 sehr gut. Dann machen wir das nämlich jetzt. Weil es gibt keinen besseren Zeitpunkt für diese Konföderation. Wir haben jetzt neue Provinzen. Wir haben einen Außenposten verloren, aber hey. Das ignorieren wir jetzt mal gerade gekonnt. Und ja, jetzt müssen wir noch den, ja, ne? Den Oxyrtle, den müssen wir noch konföderieren. Das ist noch so ein kleines Problem hier. Ach, guck mal, er hat sogar noch was vor. Impossible. Ja, Mission Impossible, würde ich auch sagen. Ja, das ist interessant. Okay, und jetzt zeig mir nochmal gerade die Siegesbedingungen. Nee, das mache ich gar nicht. Die Siegesbedingungen. Hier, da, dieses andere Icon. Okay, also was fehlt jetzt noch? Piranha-Sümpfe. Der kriechende Dschungel. Eimar-Sümpfe. Dschungel von Paruax. Ach, du meinst es nicht ernst. Ach, in derselben bei Rekrutierung plus 10. Ist es das dann wert? 272 Siedlungen. Ja, das einzunehmen, das nervt, ne? Hi, Elven Archmage. Archmage. Ja, das heißt, dann müssen wir den Jadedrachen weghauen. Das ist aber Kacke.
Weil da habe ich jetzt gerade, da habe ich jetzt gerade auch ultra wenig Lust zu, ne? Ja. Können wir den das bitte einmal ganz kurz umzingeln? Zingel den mal um, bitte. Kommen an den Eisenstachel ran. Ja, jetzt sagen wir mal ganz kurz, hat er irgendwas im Tyrannengipfel drin? Ja, das steht in Armee. You waste my time. It's asking. Genau, ich stehe in meine Technologie. What is this foolishness? Die kann tatsächlich sehr weit laufen. Dann nehmen wir die Schwefelinseln zuerst. Da sind wir dann aber halt in einem Klima, das uns nicht behagt. So, was ist denn das hier für eine komische Armee? Also erstmal müssen wir hier alle Nicht-Rieseneinheiten auflösen. Das ist ein uralter Salamander, ne? Geschossmonster. Naja, also dann, ne? Monströse Geschossinfanterie. Aha. Da. Oh Gott, wie putzig. Was hat denn der für kleine Helden da dabei? Cool, dann gibst du ihm noch den hier. Dann löst du den mal auf, das spart nämlich Geld. Müssen wir gleich mal gucken. Jetzt haben wir viele neue Armeen, ne? Der Haartrabber, aber der ist so am Start. Na, okay. Toktor. Ich weiß gar nicht, aber da kann ich nirgendwo landen. Ne? Du musst eigentlich hier hin. Komm, Kroko. Kroko Gary. Weiter da hoch. Aha. Und hier. Ja, mach so. Ja, das war aber eine Armee von mir. Das war keine Armee von mir. Aber witzig ist, dass da Einheiten dabei sind, die wir behalten könnten. Die hier schon mal weg. Der Lockass. Skinkhäuptling, Stufe 11, immerhin, gar nicht mal so schlecht. Ne? Dann segel du doch mal hier hin. Da gibt es dann nämlich auch Verstärkung. So, dann haben wir noch hier den Ball gehackt. Nehmen wir auch noch direkt mit. Den Quetgar Wallace. Der hat seinen Bewegungsbefehl, der Univeni, der hat auch seinen Bewegungsbefehl. Der Koval, der fährt auch hier hoch. Da ist der Master Mundi. Der schmeißt das hier bitte alles weg. So, dann hat er da auch noch. Der hat zwei Skinkhäuptlinge da in der Armee. Auch ulkig, ne? Eigentlich. Ja, aber schicken wir den auch noch da hoch, ne? Gucken wir, dass wir den.
dass wir den Krieg gegen Morati, dass wir den möglichst schnell fertig führen. Dann müsste das ja eigentlich passen. So, okay, also Master Mundi war hier. Das ist der Huanax. Da war noch ein, der Wenkilan. Der löst die Einheiten auf Alter, der hat auch so viele Koattel. Ne? Stufe 26 ist der, ist eigentlich auch nice. Ne? Naja, weiter da hoch, komm. Der Gravul, der hat auch noch Einheiten, die wir nicht haben wollen. So, wo bist du denn? Da ist der Gravul. Mein Leben für Gravul. Ja, und dann haben wir noch Bestellbus. Bestellbus. Also der Name, den ändern wir sofort. So, wie viele Agenten haben wir hier noch? Ein paar, ne? Einige, die jetzt gerade irgendwie auf dem Weg nach Hause sind. Jemand Korex ist noch hier unterwegs. Er könnte sich ruhig nochmal hier unten umgucken. Okay, ja, den lassen wir da. So, jetzt haben wir ja auch noch einige Siedlungen, wie zum Beispiel hier. Was machen wir denn hier noch? Alles, was irgendwie. Warte mal, stopp halt, das da brauchen wir safe nicht mehr ausbauen. Reiß mal ab. Hier auch, ne? Wir brauchen hier vielleicht noch irgendwas. Irgendwas für die Rekrutierung noch? Lokale Rekrutierungskapazität, das brauchen wir eigentlich nicht. Einkommensbeute nach der Stadt, Fraktionsfreiheit. Ja, mach doch mal das hier. Ja, auch toll, ne? Wie viel? Ja, plus 21. Wir kriegen es runtergedrückt auf 18 oder so, aber so wirklich viel runtergedrückt kriegen wir das dann auch nicht, ne? Da lässt sich einfach schlecht mit handeln. Das kriegen wir nicht ganz hier. Das kriegen wir nicht ganz in den Griff. Machen wir so weiter. Passt dann schon, ne? Plus auf die öffentliche Ordnung ist okay. Das bauen und ja, wir haben ja noch viele andere. Wir haben noch viele andere Regionen gerade eingenommen, ne? Wo ich wirklich sagen muss. Müssten wir vielleicht sogar noch ein bisschen früher mit dem Ausbau anfangen. Einkommen aus der lokalen Provinz. Beute nach der Schlacht, ne? Das sind halt so die Sachen. Also wir gucken uns jetzt mal gerade ein bisschen die neuen Gebäude an. Also hier die Rekrutierungsdinge reiße ich ab, die Befestigung auch. Ja, wir gehen auch hier auf mehr Wachstum und mehr Einkommen. Das ist, glaube ich, wichtiger. Hier können wir das jetzt übrigens auch machen. Also wir stärken ja auch unser geomantisches Netz dadurch. Das darf man auch nicht vergessen. Das hier bauen wir aus, damit wir hier das Wachstum erhöhen können, ne? Das sind so die Sachen, die wir brauchen. Ja, ich würde auch sagen, hier holen wir uns nochmal zusätzliches Einkommen. Das Gebäude hier können wir abreißen. Das da können wir ausnahmsweise lassen. Das hier reißen wir auch ab. So viele Rekrutierungsgebäude für Koattel brauchen wir ja nicht. Jetzt kriegen wir hier Forschungsrate 12%. Kommandant bei Rekrutierung plus 1. Stärkung Winde der Magie. Nice eigentlich, ne? Das hier können wir übrigens auch abreißen. Kriegen hier einen Bonus von 26 auf die öffentliche Ordnung. Können wir das hier, glaube ich, eigentlich auch abreißen, weil das erhöht ja auch nur die öffentliche Ordnung. Wollen wir lieber nochmal so Blutspiegel und so einen Krempel rein, ne? Dann kriegen wir dadurch noch mehr. Kriegen wir dadurch auf jeden Fall noch mehr Forschungsrate, ne? Das können wir versuchen, noch konsequent zu erhöhen. Wollen wir hier den Bonus auf die öffentliche Ordnung mitnehmen? Das bei
Plus. Ah, ne, das ist ein Einkommensgebäude, ne? Okay, ja, das ist besser. Einkommensgebäude zu behalten ist in Ordnung. Das hier machen wir auch weg. Ja, die Garnison brauchen wir auch nicht. Weil, wenn uns die KI irgendwo eine Siedlung wegschnappen will, dann macht sie das. Da ist das egal, wie viele Rekrutierungsgebäude wir haben. Das darf ich übrigens auch abreißen. Ja, stattdessen versuchen wir noch unser Einkommen zu pushen. Ich glaube, das ist nochmal besser. Ja, geben wir ruhig noch mehr Forschungsrate. Wir kommen da bald auch hoffentlich noch weiter. Jetzt müsste ich eigentlich hingehen. Sollen wir hier noch bleiben, damit wir uns gegen diese... Pass auf, mach das Ding hier mal weg. Hier sind ja keine Skaven mehr, ne? Wir machen so viel saures Krieger, werden wir niemals rekrutieren. Das Gebäude ist natürlich ganz nice, das hier zu haben. Das da heißt, die anderen Verteidigungsgebäude lassen wir hier immer noch eine Runde stehen, weil da sind wir halt direkt an der Grenze, da passt das. Ne? Was kriegen wir hier durch nochmal? Einheiten, Erfahrung pro Runde, Armeen, Provinz, Rang bei Rekrutierung und so weiter. Ja, okay, gut, ne? Wenn man es hat. Ja. Wir können jetzt hier die Pyramide ausbauen, aber 6000 kostet der Spaß, ne? Ist auch teuer. Ja, mach's, komm, Stufe 4, wenn es halt doch geht, ne? Warum nicht? Und das können wir auch noch ausbauen. Die Rekrutierungsdinge hier sind nicht so teuer. Warte mal ganz kurz, warum hänge ich dieses Rekrutierungsding an? Machen wir sofort wieder hier mehr Einkommen. Übrigens auch nochmal, ne? Okay, wir gucken nochmal ganz kurz, was haben wir hier? Ah, da war noch das Verteidigungsding drin. Okay, dann machst du jetzt auch das hier für das Einkommen. Da ist okay. Gerade noch, dass ich auch überall meine Erlasse drin habe, zumindest da, wo es überall geht. Na, hier müssen wir auch noch einen Erlass reinmachen. Stopp. Das machen wir hier übrigens auch noch. Wobei, machen wir hier das... Warte mal ganz kurz. Ja, hier, lass uns mal hier dieses Verteidigungsding da reinbauen. Das bringt hier noch ein bisschen mehr, ne? Okay, cool. Ich mache mal noch einen Quicksave. Einfach nur um sicher zu sein und dann gucken wir mal in die nächste Runde und ihr könnt jetzt auch beim Rundenwechsel gerne dabei sein, denn wir schauen jetzt mal, was passiert. Ah, und ich habe natürlich vergessen, Moment bitte. Denn das, was ich ja eigentlich noch machen wollte, war ja diese Siedlung hier einzunehmen. Ne? Also das müssen wir zumindest schon noch machen. Ne? Also los geht's. Okay, gucken wir uns mal an, wie das gegen die Druki funktioniert. Also ich weiß nicht, braucht man da irgendwas Spezielles oder so? Lauf mal hier hin. Versuchst du hier schon mit den Dark Shards da im Wald zu verstecken? Also wenn du die ausschalten kannst, ist es glaube ich easy. Ja, aber das ist schon okay. Ja, ich glaube, das da passt, ne? Naja, das ist nicht so stark. Das ging wohl so ein bisschen daneben. Hätte man mal anderweitig versuchen können. Geh du mal raus hier aus der ganzen Sache. Bisschen heran noch bitte, komm. Gib doch mal noch ein bisschen weiter ab, genau.
ob das so hinhaut. Wieder lang laufen, na, der haut ab, ne? Okay, Versuch macht klug. Weiß ich dann auch wieder Bescheid. Ey, warte. Hier, nicht so weit. Nicht so weit weg, komm. Dann heilen wir den Bruder mal noch. Und dann reicht es ja auch, ne? Ja, okay, gut. Die andere Schlacht wird ähnlich. Ne? Ich glaube, die können wir überspringen. So, jetzt haben wir tatsächlich alles drin. Jetzt haben wir diese beiden Siedlungen da auch eingenommen. Und obwohl wir hier diesen minus 4 Kontrolle-Debuff bekommen, stehen wir insgesamt, glaube ich, sehr gut da. Okay, wir gucken mal. Also, wie geht das jetzt hier gleich weiter? Wo bewegt sich die Armee hin? Du willst ein Defensivbündnis, ne? Alle wollen Defensivbündnis mit mir, aber noch habe ich genug Geld, um es nicht zu nicht machen zu müssen. Ja, die Runden. Da sind zwar jetzt nicht mehr so viele Fraktionen drin, aber weil die Fraktionen immer größer werden und die Bewegungen offenbar über immer längere Distanzen geplant werden, dauert es länger. Wir können den Eisenstachel angreifen. Wo ist seine... Wow, okay. Wo sind seine Armeen? Ich sehe hier gar nicht so viel, ne? Ja, komm hier rüber. Kannst ja hier auch einiges aufdecken. Okay, das war alles ziemlich easy. Wir besitzen. Der Tic-Tac-Turm ist ja auch. Ja, das ist kein Problem hier. Von der Einheitenverschickung. Das gibt einen Bonus auf Kontrolle. Ja, okay, gut, warum nicht, ne? Der hat da zwei Armeen. Umkreise mal ganz kurz und zeig mal, das ist der Malekith. Nee, Moment, das ist Feischer, der schwarze Eroberer. Wir haben den Lord Kroak. Das halte ich für eine... Das ist eine schwache Armee. Also es ist keine starke Armee. Den zu halten ist vielleicht nicht die richtige Entscheidung, ne? Ich würde mal behaupten, Krogar kommt ganz knapp nicht dran, ne? Das sehe ich wohl richtig. Da ist tatsächlich noch Slaanesh-Korruption. Plus 9. Den Helden, den könnten wir auf jeden Fall loswerden, denke ich. Ein Slaan. Magier, Stufe 6. Was wollen wir mit dem, ne? Die Kroxigore sind alle sehr, sehr teuer. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, pass auf, geh mal hier rüber. Weil ich meine, es kann ja sein, dass er Skeggy angreifen will.
Nimm den mal mit da rein. Fürs Kampftraining. Ja? Du gehst mal auch hier an Land. Und du gehst mal erstmal hier in die Stadt rein. Ja, der Krokgar hat halt die bessere Armee am Start, ne? Wir haben noch hier unseren Bewegungsreichweiten-Zauber, ne? Den Neritus könnten wir ziehen. Das ist ein saures Hornnacken, das ist gar kein, ne? Ja, ja. Also witzig, ich würde mal gern wissen, welchen Kriterien diese Rekrutierungen hier folgen. Ich meine, ich habe ja den ein oder anderen Kroxigor-Ältesten. Nakai haben wir ja dummerweise nicht. Ach, guck mal hier, der Kalaf Kalash. Den können wir noch skillen. Dahin bitte. Okay. Sagen, es geht ab hier rauf. Ja, und dem fehlt halt irgendwie so ein Zentimeter bis zur Küste, aber es ist dann so, ne? Ne, den schicken wir auch hier hoch. Obwohl, ne, komm, wir schmeißen die Einheiten hier mal noch nicht raus. Ich meine, wir machen zwar kein Geld, aber wir machen auch keinen horrenden Verlust. Guck mal, ne, der hat so viele, Saurus-Hornnackenhelden. Als ob die irgendwie die Armeen billiger machen würden. Also ich würde es verstehen, wenn der, ne, also bei der Krokgar, der hatte die Slan-Magier-Priester. Das ergibt irgendwie nur so begrenzt Sinn. Omet Iklan. Das ist noch ein magiebegabter Held von ihm. Den nehmen wir auch mit hier hoch, weil der kann ja Technologien klauen. Lass mal bei dir. Mach Attentat. Watlwax. Ja, dann ab hier hoch. So, okay. Und jetzt würde ich sagen, dann machen wir noch schnell hier diese Schlacht mit dem Krokgar vom Steinernen Wald. So, das hier war easy. Und wir besetzen hier. So, Lord Krok hat die ganzen Special Skills eigentlich auch schon durch. Alle wichtigen, ne? Okay. Haben wir überlegen das Schild der Alten jetzt auf Stufe 3. Haben wir da die finale Stufe erreicht? Und pass auf, lauf du mal so, als würdest du dahin. Der muss da ja nicht unbedingt stehen bleiben. So, wir haben alle Einheiten bewegt, ne? Und jetzt können wir doch hiermit die Bewegungspunkte wieder auffüllen, oder? Dann gehst du nämlich hier hin. Oh,
Warte mal. Das passt schon. Let's go. So, spannend. Also, wir kriegen die Verstärkung hinter uns. Seine Verstärkung kommt da oben. Das ist nicht ganz so optimal. Also, es wäre optimal für uns. Wenn wir uns so positionieren, dass er nicht aus dem Wald auf uns schießen kann. Ich glaube auch nicht, dass das passiert. Ja. Wir haben hier vorne unsere Monster, unsere Artilleriemonster. Wir haben auch hier unseren Koatl. Wir stellen die die Stegadons hier auf die Seite. Die Bastilladons auf die Seite. Die Lade des Sotek positionieren wir so. Warte mal, mach das mal ruhig so. Dann haben wir nämlich hier. Genau. Hier unsere Jungs. Okay, das ist eine blöde Positionierung. Mach mal so. Oh, sehr krockal ist hier. Der sitzt auch auf so einem Troglodon, okay. Und du, ja, der sitzt dummerweise noch auf so einer Billigechse, ne? Okay. Auf seinem. Ja, okay. Aufstellung starten. Und Gefecht starten. Rück mal ruhig noch ein Stückchen vor. Oh, guck mal! Das ist ja mein Ding. Okay. Ach, guck mal da. Flucht nach vorne. Spannend. Go, schneller, 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 schneller. Okay, welche unserer Monster sind schnell? Du bist schnell. Ganz knapp. Greif ihn mal an. Lauf du auf der Seite. Schneller nach vorne. Warte mal, was? Schwarzer Reiter mit Repetier am Brust. Atzenviecher. Dodging. Die Biester sind zu lahm. Ja, aber Hauptsache, er schießt hier nicht so. Womit hat er denn jetzt gerade hier auf uns gesch. Ah, nee, warte mal, der hat da noch einen. Oh, der hat da noch einen Manticore dabei, okay. Ach du Heiligsblechle. Ja, ja, go, go, go. Seine Verstärkung kommt jetzt auch. Weiter, weiter, weiter. Der Quartel muss hier raus. Der macht nicht die beste Figur gegen seine Einheiten hier. Och ne, come on. Lass ich da nicht abknallen. Komm du hier? Ja. Schatten halt mal wieder. Okay, wo sind meine Biester, die heilen können? Heil du den. Heil du ihn. Halte du dich mal noch ein bisschen zurück. Genau, du nimmst sie hier mit. So, wo ist Lord Kroak? Der ist hier. Können wir irgendwo... Ne, können wir nicht. Wir können leider nicht splattern. Okay, dann splattert ihr mal hier. Guck mal hier, und du kannst auch mal hier splattern. Komm du zurück.
Schießt du auf den? Wir müssen den vergiften. Schießt du auf ihn? Pass auf. Und du auch noch. Gleich mit. Ach du meine Fresse, Alter. Ach, das ist so die. Das ist so diese Reude bei den. Das ist so diese Reude, wenn du gegen diese. Gegen die Druki kämpfst. Ne? Er schießt die halt einfach irgendwie alles irgendwie ständig zusammen, ne? Guck es dir an. Und das sind halt einfach nur Schatten. Also ich meine, das sind jetzt nicht die Übereinheiten. Und du bist einfach nur hauptsächlich damit beschäftigt, deine Einheiten hier zu steuern, ne? Okay. Gut. Ja, jetzt haben wir Lord Croak. Jetzt sieht die Sache nochmal ein bisschen interessanter aus. Komm du mal hier raus. Boah, Alter, das war ein Volley, den er geschossen hat und er hat ihm einfach mal die Hälfte der Lebenspunkte abgezogen. Meinst du auch nicht ganz so ernst, ne? Okay, Troglodon, bitte hier. So, wo ist Lord Croak? Da. So, buff mal hier. So, erster Spell geht einmal hier rein. Jo. Und Attacke. So, wo haben wir noch irgend... Okay, komm schneller hier hin. Mhm. Also, wo ist der Lord Croak? Da. So, bitte hier. Let's go. Attacke. Attacke. Ich werde Einheiten verlieren. Es wird nicht, es wird nicht anders machbar sein, weil ich meine, wie soll man das denn alles... Die Einheiten müssen vor der Micro kapitulieren. Mach mal diesen hier. Ja. Wir haben doch noch irgendwo Einheiten, die heilen können. Wer kann denn noch hier heilen? Du kannst auch noch... Guck mal, der sollte zum Beispiel... Es gab keinen Zeitpunkt, wo der gegen diese Biester hier kämpfen sollte. Jo. Mach mal so. Mach du bitte jetzt hier noch weiter. Und dann kriegst du natürlich auch noch so eine Map hinterhergeschmissen. Jo. Genau, ja. Wo du halt optimal nichts gegen machen kannst. Ja, mal, du hast den Spell, den brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Ist schon recht, Chekov. Ist schon recht. Komm her. So, was haben wir noch hier? Wo, was? Ich sehe nichts mehr. Go. Komm hier, flieg mal mit den Viechern da rein. Vielleicht stürzt er sich ja eher auf dich und lässt den Rest in Ruhe. Heil dich selbst. Ich weiß gar nicht mehr, was da hinten jetzt alles passiert ist. Offenbar haben wir ihn erwischt, aber er ist sowieso im Gewaltmarsch. Wir brauchen das Ding ja nur pro forma zu gewinnen. Wo bist du? Hau ab! Boah, Alter, was ist er? Wer schießt denn da überall? Sind das einfach nur... Das sind immer diese Schatten hier, ne? Der ist das. Boah, was für ein Mist, Kerl. Gib ihm. Los, go. Attacke, hinterher, komm. Greif du an. Das ist doch der, den er da legen wollte. Okay. Krass. Wow. So, und jetzt kann ich endlich mal... Ich meine... Jetzt kann ich endlich mal anfangen, meine Einheiten zu sortieren, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich Einheiten verloren? Ich habe es nicht mitbekommen. Also es ist ja nicht machbar, das alles gleichzeitig irgendwie zu koordinieren, oder?
Wo sind die? Da. Kommt ihr mal hier hin? Ja, mach mal so. Wo sind die anderen? Da. Irgendeiner, der viel Trefferpunkte verloren hat. Du? Und kannst du noch mal? Oh, shit, ja, hätte noch mal gekonnt. So. Wow, 6000 Beute ist natürlich üppig. Gut. Nur 1000 dafür. Okay. Der bekommt leider nicht viel Bewegungsreichweite. Aber er könnte sich in den Hinterhalt stellen. Der hat in der Stellung laufen hier hin. Ja, dann mach du mal hier deinen Hinterhalt, dann können wir nämlich gleich Quintex angreifen. Naja, gib ihm Nahkampfangriffsboni. Die Zauber haben wir auch alle, ne? Dann machen wir noch die Zauberresistenz, klar. Sicher. Gib ihm mal sammeln. Ja, weil heute die Dunkelelfen aus haben wir ja schon, ne? Den wollen wir gerne noch auf den Carnosaurus drauf hocken. Ja, das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, Geschosswiderstand ist gut. Und mehr Geschwindigkeit ist auch okay. Sehr schön. Also wenn wir Glück haben, fangen wir den ab und der kommt gar nicht an uns ran. Weil wir uns zurückziehen können oder so. Hör doch du hier hin, damit du hier noch Technologien stehlen kannst. Und du gehst mal hier hin. Was mit dem Technologie stehlen, das klappt bei dem nicht so gut. Oh, come on. Das ist jetzt aber ultra räudig. Oh, das ist ultra räudig, weil der hatte nämlich gerade die ganzen... Der hatte die ganzen erfolgreichen Diebstähle hinter sich, ne? Also eigentlich sollte man das auch nicht machen, den dann direkt da nochmal reinhimmeln, aber naja, okay, gut. Ja. Ist nicht so schlimm, wenn er da ein bisschen Verschleiß bekommt, glaube ich, ne? Oh yes.
Ja, das ist schon cool, um die Mobilisierung hier einfach nochmal extrem beschleunigen zu können. Kannst du einfach alle Helden nochmal weiter bewegen, ne? Geh mal hier hin und mach mal hier. Das ist eine Arche, ne? Ja gut, aber der soll nicht sehen, dass wir hier sind, ne? Den wollen wir ja angreifen. Und so angreifen geht hier irgendwie nicht, ne? Und Hinterhalt auf dem Wasser geht leider auch nicht. Wäre irgendwie witzig, aber geht leider nicht, okay. Viele Sachen gehen auf dem Wasser, aber das geht halt nicht. So, let's go, weiter hoch. Let's go, weiter hoch. Oh, der kann ja auch noch, ne? Wollen wir versuchen, den noch anzugreifen? Könnten wir den da reinstellen, ne? Unser großer Vorteil ist hier, dass der Tyrannengipfel eine Festung ist. Der kann nicht mehr in den Gewaltmarsch wechseln. Okay. Ja, bleib mal hier und zeig mir mal, was da so los ist. Okay, und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder und dann belagern wir den Tyrannengipfel. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sage, bis dahin Pax Vobiscum und Valete.